Grüß dich, ich bin die Kammerlander Renate, Bäuerin von Oberfasselhof der Unterwindau. Und wir sind heute bei uns da im Sennereigeschäft im Zentrum von Westendorf. Unser Schwerpunkt sind die Schafmilchprodukte. Das ist das, wo wir auch die Tiere daheim am Betrieb haben. Eben viel im frischen Bereich Joghurt, Frischkäse, aber wir machen auch Schnittkäse, was gereift ist, aus dem Käskeller. Ganz natürlich bekannt bei uns im Brixental, der Brixentaler Brot, was wir machen. Aber auch frische Palette Frischmilch, wir machen Joghurt und natürlich Bergkäse und verschiedene andere Käsesorten. Wir sind vor 10 Jahren in die Direktvermarktung eingestiegen, am bäuerlichen und elterlichen Betrieb, weil uns einfach wichtig war, dass wir unsere Lebensgrundlage schaffen am Hof. Und ich bin auch der Meinung und auch dafür überzeugt, dass die Bauern einen großen Beitrag leisten und eben über die Direktvermarktung wirklich gute Chancen haben, das Einkommen zu sichern und wirklich auch eine Familie am Hof zu ernähren. Für die Zukunft bei uns im ländlichen Bereich würde ich mir wünschen, dass auch die Kleinbauern leben können, dass sie auch über solche Sachen wie Direktvermarktung und so weiter die Lebensgrundlage schaffen für die Familienbetrieb und dass die Leute auch wieder das noch mehr wertschätzen, was ein gutes Lebensmittel ist, dass das auch einen Wert haben muss, dass das bei uns einfach andere Produktionsbedingungen sind, was sie aber auch in der Qualität wieder niederschlägt und dass einfach das Bewusstsein einfach wieder mehr wärst in der Bevölkerung und sie die Bauern da auch unterstützen. Weil ich glaube, vor allem in Corona hat man gesehen, dass das einfach wichtig ist, dass vor Ort die Infrastruktur funktioniert.